Dieses Luftfahrzeug verfügt, wie alle Ultraleichtflugzeuge, über ein sogenanntes Gesamtrettungssystem. Was ist, wenn dieses Gesamtrettungssystem nicht auslöst und das Luftfahrzeug, wie hier, ist abgestürzt? Ja, die Rakete ist noch scharf. Das bedeutet für alle Einsatzkräfte, Feuerwehr, Ärzte sowie auch die Polizei und alle Leute, die als Ersthelfer an der Unfallstelle sind, eine große Gefahr. Die Gefahr rührt daher, dass diese Rakete jederzeit natürlich bei Bewegung unbeabsichtigterweise aus dem Luftfahrzeug sich schießen kann. Flugplatz Kärnten Durach. Flugunfall. Ein Flugzeug, was soeben auf der Piste 25 Richtung Westen gestartet ist, ist südlich der Piste abgestürzt. Es ist mit Personenschaden zu rechnen. Es waren 3 Personen an Bord. Dann hätte ich auf jeden Fall gerne eine Information, sobald der Flugverkehr gesperrt ist. Jawohl, vielen Dank. Zur Personenrettung haben wir genügend Leute da. Personen haben wir alle gefunden. Mal 4 Mann, zu 3 Geräte, den Patienten auf den Gewissen. Ich würde jetzt bitte nochmal das Powerkontakt aufnehmen. Der Flugbetrieb bleibt bis auf weiteres komplett gesperrt. Batterie ist aus, das Sendegerät ist ausgeschaltet, der Tank. Das Sendegerät hat man nicht gefunden, aber die Batterie ist ausgeschaltet. Der Tank ist zugedreht. Ja. Und die Kanone haben wir abgestellt. Also eigentlich die Fahnen sind so weit weg. Ich habe quasi hinten euch rausgeschleudert, also da waren 3 Personen drin. 2 Personen, das ist ja super gelöst. Also einmal frei, dass ihr das dann auch gesehen habt. Wahnsinn, ich bin begeistert von euch.